willkommen hier zu einer neuen Folge hier vor Sri Lanka. Ja, heute werden wir hier weiter dröschen. Da ist am Säen da oben. Starte ich hier mal die ganze Maschine. Hinterzugang rein. Dann fahren wir hier mal hoch und dröschen den Rest noch. Näher. Ja, räumen wir hier mal ein bisschen Anhänger. Das Ganze. Und dann möchte ich eigentlich eine Spritze mieten. Oh nein, da möchte ich noch warten damit. Also, hallo. Was ausklappen. Nein, ich verdrücke drum. So. Dann. Oh, was könnte ich eigentlich noch machen? Dünger streuen wäre vielleicht noch etwas. Ich glaube, mit der Spritze gehen wir dann im Frühling drüber. Dann haben wir Abschlussfolge. Ich glaube, das hier wird dann etwa die vorletzte Folge sein. So. Und dann mal schauen, wie es dann mit anderen Projekten weitergeht. Ich habe ja eigentlich in der letzten Folge schon gesagt, dass ich gedacht habe, aber wir müssen wahrscheinlich eher noch ein bisschen darauf warten, dass es mit einem anderen Projekt weitergeht. Und jetzt weiss ich noch nicht, ob ich dann vielleicht zwischendurch noch ein Projekt mache oder. Oder ja, vielleicht wird sich auch kurzfristig etwas ergeben. Weil. Ich habe schon relativ hohe Ansprüche an neue Maps. Und ja, darum wollte ich jetzt eigentlich auch nicht gerade auf der erstbesten weiterfahren. Also, vermutlich gibt es jetzt eine Weile nur noch von diesen Projektvideos. Und gerade nicht von einem neuen. Aber das sehen wir dann, wenn es so weit ist. So. Da sind wir jetzt schon kurz und fertig. Da wird die Tempomat rein. Tato sagt, gut. Was habe ich jetzt gesagt, neue? Da kommt. Weizen ist das. Das hier mache ich jetzt auch noch Weizen. Das mache ich Zwischenfrüchte. Und das mache ich Gerste. Ich glaube, so habe ich es gesagt. Gut, tschüss. Haben wir einen Auftrag, den wir machen können. Das ist alles ein bisschen, schwierig. Es sind jetzt also noch zwei Bahnen. Dann hat er das auch schon wieder geschafft. Hier die Sonnenblumen sind jetzt natürlich nicht so das ertragreichste. Aber ja, für zwei sind die auch sicher gut. Oder vielleicht, ich habe ja Mais, vielleicht verkaufe ich die auch noch. Mal schauen. Spritze habe ich jetzt schauen wollen, was die so kosten. Ja, irgendwie so eine. Das ist der gerade Feldende, genau. Da würde ich vielleicht schon eine aus dem DLC hier nehmen. Sonst, ja, wäre das eigentlich vermüht. So. Und jetzt noch schön zwei Reihen. Also, Spritze. Sie sind hier. Die ist vielleicht gerade ein bisschen gross. Und hier. Weil das breite Gestänge brauchen wir nicht unbedingt.
Oh, ich könnte auch im Herbst könnte ich sie mit Breitreifen nehmen. Ja, ich weiß nicht genau. Oh, die sieht auch geil aus. Vielleicht nicht mehr aus Prinzip die hier. Kostet zwar 8000er Miete. 5000. Aber ja, für so ein Video könnte man sich, glaube ich, da schon mal anschauen, die hier. Sechsunddreißig Meter Gestänge. Schon mal anständig. Ist schon kurz wieder vorbei. Hier ist jetzt nur noch eine Reihe. Aber wir haben auch. Ich glaube, vielleicht 5000 Liter werden wir noch erreichen. Oh. So. Jetzt wollte ich noch schauen. Schöpfwasser ist, glaube ich, nichts. Nein. Miststreuer. Ja. Gott macht auch noch Testen und wir haben hier bei den Säuen. Oh, Beschütte, es rendiert eigentlich ein Beschöpfass zu suchen zu nehmen. Oh, Säuen könnte man wieder mal verkaufen. Ja. Nehmen wir hier längst wegen dem nicht unbedingt ein Beschöpfass vorzunehmen und Mist haben wir auch. Fingine. Mist. Eben ja, Beschütte 12.000 Liter ist praktisch nichts. Mist 3.000 Liter. Ja, da zeige ich eigentlich nicht viel Mist. Und Beschütte. Da muss ich mal lassen nicht. Darum, das ist glaube ich etwas, was wir in diesem Projekt nicht mehr werden machen. Jetzt haben wir es noch gerade. So. Klappen wir hier das Rohr auf. So. Der klappt hier vorne schon zusammen. Sehen wir eigentlich fast nicht mehr auf der Straße. Wie da sieht man wirklich fast nicht mehr. So, jetzt haben wir hier schon voll. Dann bringen wir den gerade mal zurück und dann verräumen wir hier noch in die Maschine. Der könnte eigentlich auch zusammenklappen. Nicht gut. Fahren wir mal hier hoch und da oben gehen wir rein. Wie gerade vom Verkehr her passt. So. Mit zwei Störern drängeln. Den hier wieder zu diesem stellen. Gut. Und dann holen wir jetzt noch unsere Kipper. Füllen das Zeug ins Silo. Verräumen die Kipper noch. Die Frage ist nur, woher. Hier hat keinen Platz. Hier. Hier. Von der Presse könnte man noch reinstellen. Oder wir stellen die Maschine hier hinten, nehmen die raus, dann hat der Kleine vielleicht den Platz. Stellen den vor die Presse. Hier den grossen Platz.
Boah, ich könnte. Mache ich das jetzt? Ja, ich hole das Zeug auf einmal. So. Hat jetzt gleich 13.000 Liter gegeben. Hinterzugang. Kann ich da hier noch gerade runter. So. Gut. Da kann man vielleicht auch noch einen Mulcher mieten und das hier mal mulchern. So, hier abladen. So. Der hat mir die Sonnenblume auch schon mal eingelagert. Ich stelle jetzt die mal hier rein. Ich glaube, wir haben diesen Keeper von außen, weil das geht am gäbigsten. So. Schauen, ob das passt. So. Dann hänge ich den mal hier ab. Jetzt kommen wir eigentlich noch zum Düngerstreuer. Ich hoffe, dass ich noch Dünger streue. So, dann geht es hier zu. Hier auch. Oder, nein, jetzt mache ich was anderes. Stelle ich da hier die Maschine von hier innen vor den Ernter. Und der hat nämlich hier. Höchstwahrscheinlich noch dieser Wagen einigermaßen Platz. So. Oder nein, das ist ein bisschen anders biegen. Die kommt hierher. Und dann hoffen wir, dass sie der Gruppe noch vorne am Platz hat. Und dann kommt ein schönes Silo reingefahren. Dann kommt hier die Fräse. Kommt hier. Kommt hier hängere. So. Da noch ein bisschen ranken. So, mal passt. Hacken die mal ab. Kann die vielleicht noch ein bisschen von Hang wegstoßen. So, so reinpasst. Wie wir das vorstellen. So. Hier noch das letzte. Ist auch gerade schwer genug. Hat auch gerade auch so Platz da drinnen. So. Dann stehe ich da mal hier rüber. Hoffentlich der hat hier noch vordran Platz. Mal, das sieht gut aus. So. Dann geht nämlich das Tür jetzt auch noch zu. Ich habe noch genug Platz für die Zeilmaschine zu tun und habe noch genug Platz für den Keeper.
So. Da bin ich jetzt auch nicht sicher, wie viel das gegeben hat. Aber der Keeper sieht relativ voll aus. So. Ja, 14.000 Liter ist glaube ich nicht schlecht. So. Tanken kann man die Maschine auch mal wieder. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt nicht mehr so viel, da ist das auch nicht so wichtig. So. Dann kippen wir das auch noch gerade ins Silo. Und dann schaue ich jetzt halt, was der Mulcher kostet. Wo haben wir sie? Hier. Was brauchen die so? Ja, wie gesagt, den mieten wir. Ja. Hier, den Kipper hänge ich gerade hier an. Weil das bringst du nicht her, da in dieser Folge noch da hier hinten rein zu tun. Da mit der Eischau und Kipp zu fahren ist ja so eine Sache. So. Dann haben wir noch hier den Maucher. Ich habe jetzt mal gesagt, ich nehme den hinten dran. So. So, eigentlich würde man ja glaub vorne dran nehmen. Warte ich gar nicht hierher. So. Das hat hier noch schöne Seitenverschub. Dann fange ich hier gerade mal an mit dem Mauchen. So. Hier top. Ist einfach nicht gerade so schnellste gespannt. Aber es funktioniert einigermaßen. So. Ja, die hätte ich glaube ich mal gesagt, wäre es das gesehen von dieser Folge. Oh, da gibt es noch ein gutes Bild. So, auch die hätte ich jetzt gesagt, wäre es das gesehen von dieser Folge. Lasst ein Like, ein Abo da und bis zur nächsten Folge.